Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Hallo, herzlich willkommen zum VfR-TV. Neben mir ein altbekanntes Gesicht. Ich glaube, ich muss es nicht vorstellen, aber trotzdem tue ich es. Florian De Brato. Hallo, Florian. Servus, grüß dich, hallo. Florian, wir stehen hier vor dem Bild, als wir damals in die Bayernliga bzw. den Aufstieg in die Regionalliga geschafft haben. Da hast du ja ein Jahr dann pausiert. Wie war das Jahr für dich? Ja, sicherlich schwierig. Wenn ich hier die Spiele mitverfolgt habe, dann hätte ich glaube, ich war nervöser als in den Spielen, weil ich ja so vom Herzen eigentlich nie weg war. Und ich hatte den Kontakt ja auch weiterhin zu den Leuten, die hier weiterhin Großartiges leisten, und deswegen war es schon schwierig. Es war aber für mich privat war es das Beste, was ich machen konnte. Ich konnte mich mal komplett regenerieren, wie man sieht. Ich habe viel an meiner Fitness und an meiner Figur gearbeitet, und wie gesagt, ich konnte der Rückhalt sein, der ich für meine Familie sein musste in der Zeit, weil das war der Hauptgrund, und deswegen war es in Ordnung, aber ich hätte es wirklich gerne genossen, hier weiter zu bleiben erstmal. Eine Auszeit ist auch immer was Positives. Jetzt hast du diese Zeit genossen. Ich hoffe, dass du jetzt dementsprechend, können wir ja offiziell verkünden, nächstes Jahr wieder bei uns kickst. Und da ist jetzt natürlich die Frage Regionalliga. Wenn wir drin bleiben, wo sind deine Ziele? Ja, wenn wir drin bleiben, dann will ich auf jeden Fall Fuß fassen in der Liga. Das ist ja dann wieder was Neues. In der Bayernliga, denke ich, habe ich bewiesen, dass ich da mitspielen kann. Die Regionalliga ist nochmal was Neues, aber ich werde, bevor ich sowas arbeite, werde ich es erstmal genießen. Ich habe von den ganzen Mitwirkenden gehört, was da in Schweinfurt los ist, wenn man spielt, oder Grünwalder Stadion. Es wäre natürlich mein Traum, gleich dort einzusteigen. Darauf arbeite ich wie ein Besessener gerade hin. Aber wenn es dann eben die Bayernliga wird, dann freue ich mich auch auf einfach wieder auf Garching. Das ist der Hauptgrund, klar. Ja gut, falls wir Bayernliga spielen, ich meine, beim letzten Mal, als wir Bayernliga gespielt haben, sind wir da aufgestiegen, diesmal auch. Ja, es wird bestimmt schwierig, weil es ist, man muss sich ja wahrscheinlich nach einem Abstieg auch ein bisschen finden. Aber ich denke, dass die Qualität in der Mannschaft, ich meine, ich habe viele Spiele gesehen, die ist nicht schlechter als andere Mannschaften in der Regionalliga. Vielleicht ist man auch einfach nur manchmal zu naiv noch, aber deswegen hätten wir es eigentlich verdient, in der Liga zu bleiben, und dass wir es nächstes Jahr beweisen können. Wenn es die Bayernliga wird, dann wollen wir uns natürlich vorne festsetzen, aber wie das dann läuft, das weiß man selber, das ist schwierig, aber ich denke, dass wir die Qualität haben, um da auch wieder vorne mitzuspielen und um die Aufstiegsränge reden zu können. Normalerweise fasse ich immer die letzten Worte zusammen, diesmal würde ich dir gerne das Mikro geben, vielleicht hast du noch mal ein paar aufbauende Worte für die Jungs für die letzten drei Spiele. Ja, also ich war jetzt da in Kitzbühel und habe dann euer Spiel gegen Nürnberg am Live-Ticker verfolgt und war richtig froh über das Ergebnis. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren immer bewiesen, dass wir gerade zum Schluss raus nochmal einen Turbo schalten können und wirklich was reißen können. Aber Jungs, ich habe da vollstes Vertrauen in euch. Ich denke, ihr seid, ich habe alles gegeben letztes Jahr für euch. Jetzt gebt ihr alles für mich und für den Rest im Verein, dass wir noch ein Jahr Regionalliga Bayern spielen können. Und ich bin da richtig zuversichtlich. Und wenn der Fall über die Relegation gehen soll, dann kenne ich keine Mannschaft, die bessere Relegation erfahren ist als wir. Das muss man auch so sagen. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Florian De Brato ist wieder zurück. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.